Hallo, meine Freunde. Manchmal erleben wir Ereignisse, die uns zum Nachdenken über die moralischen Grundsätze der Menschheit zwingen. Ein solcher Fall war die Rettung eines Kätzchens, das von seinen vorherigen Besitzern in der Nähe eines Müllcontainers ausgesetzt wurde. In einer Wohnanlage wurde eine Frau beobachtet, die das Kätzchen ablehnte und es neben einem Müllcontainer wegwarf. Ein Zeuge war schockiert über diese Tat und fragte die Frau nach dem Grund. Ihre Antwort war erschütternd: Es hat blinde Augen, das macht mir Angst, ich kann es nicht behalten. Bei näherer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass die Augen des Kätzchens vollständig von Bucherungen bedeckt waren. Es war durchaus möglich, dass es nicht blind war. Nach langem Überlegen entschied sich der Zeuge, das Tier mit nach Hause zu nehmen. Bei einer gründlichen Untersuchung erwies sich das Kätzchen als sauber und gepflegt, abgesehen von den Augenproblemen. Ein Tierarzt bestätigte, dass es nur eine leichte Augenentzündung hatte, die leicht mit Medikamenten behandelt werden konnte. Obwohl seine Augen noch etwas geschwollen waren, wird die Heilung einige Zeit in Anspruch nehmen. Es hat noch keinen Namen, aber Hauptsache, es wird schnell wieder gesund. Die vorherigen Besitzer, ohne die Situation zu verstehen, entschieden, dass das Kätzchen blind sei und warfen es gnadenlos weg. Glücklicherweise traf das Kätzchen auf einen guten Menschen. Lasst uns es Glück nennen und ihm Gesundheit wünschen. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.